Das Trikot kann Robin Benzing gleich anlassen, denn es wird auch in Zukunft dasselbe draufstehen. Ratiofarm bleibt bis 2013 Hauptsponsor der Ulmer Basketballer mit Option auf weitere 3 Jahre. Auch nach der Übernahme durch Teva sieht Ratiofarm keinen Grund, das Engagement im Sport nach über 20 Jahren zu beenden. Auch wenn es keinen messbaren Nutzen gibt. Für unsere Mitarbeiter ist es auch, ich glaube, ein Element, auf die Firma stolz zu sein, wenn der Basketballverein Ratiofarm Ulm heißt. Und ich denke mal, wenn der Basketballsport selber noch populärer wird in Deutschland, Zuschauerzahlen steigen ja jedes Jahr, dann wird auch der Abstrahleffekt natürlich auf die Firma größer. Die Firma, wenn die öfter mal in Playoffs ist und vielleicht im Finale steht, dann müssen wir uns über die Markenbekanntheit über den Basketball natürlich keine Gedanken mehr machen. Damit die Mannschaft überhaupt wettbewerbsfähig ist und statt gegen den Abstieg für den Einzug in die Playoffs spielen kann, hat Ratiofarm das Budget erheblich angehoben. Außerdem ist im Sponsoring in Zukunft auch der Jugendbereich enthalten. Es wird die Ratiofarm Akademie geben und unter dieser Ratiofarm Akademie werden in Zukunft unsere Jugendmannschaften, allen voran die Nachwuchs- und Jugendbundesliga, aber auch andere, spielen und es werden auch der ganze Bereich Mini-Offensive unter der Ratiofarm Akademie stattfinden. Also der Bereich, mit dem wir Schulen besuchen, Fortbildungen veranstalten, Camps veranstalten und so weiter. Bald wird Ratiofarm Ulm also in der Ratiofarm Arena spielen und der eigene Nachwuchs in der Ratiofarm Akademie heranwachsen. Damit sind die Basketballer bereit für noch höhere Ziele. Also auch mal von vornherein zu sagen, wir spielen Playoffs, vielleicht in einigen Jahren irgendwann auch mal um einen Titel spielen zu können. Und da ist das definitiv der richtige Schritt. Dem müssen noch viele weitere folgen, ganz klar. Müssen andere Sponsoren folgen, dem Beispiel nachgehen. Die Halle muss voll werden. Das ist unsere Aufgabe, das natürlich zu schaffen, gemeinsam mit den Fans. Aber wir sind den Zielen ein ganz großes Stück näher gekommen. Damit sind die Zeiten als Liga-Underdog dann endgültig vorbei. Ratiofarm Ulm will nur noch nach oben und nicht mehr weg von unten.